Hallo und herzlich willkommen bei der zweiten Folge Live 3 hier im LS19. Wir sind auf dem Weg zur Anfangs-Challenge, wo es darum geht, wer hier gewinnt, darf sich anscheinend die Höfe, oder ich weiß nicht, ob die Höfe direkt schon gekoppelt sind an 1., 2., 3., 4. Platz. Auf jeden Fall müssen wir hier jetzt, wie in der letzten Folge erklärt, drei Mähen, drei Ballen pressen, wickeln macht er automatisch und dann auf ein Türmchen stapeln. Also zwei unten, eins oben. Das passiert hier auf den zwei Feldern. Ich werde dann wahrscheinlich direkt mal. Wow. Sag mal, warte mal, ich blicke hier gerade nicht durch. Boah, scheiße. Wir werden direkt hier anfangen. Ja, schauen wir mal. Die Höfe werden danach verlost. Ich weiß nicht ganz genau, in welcher Reihenfolge das passieren soll. Aber das werden wir bald rausfallen. Dann entmute ich mal. Viel Spaß. Okay, die sind alle noch gemütet, dann können wir uns ja ein bisschen unterhalten. Also, wir machen jetzt hier frisch gemähtes Gras, machen wir hier. So, der haut jetzt hinten gleich einer raus. Ich weiß jetzt gar nicht, ob er weiter... Ne, er sammelt nicht weiter. Okay, aber jetzt ist... Ne, logischerweise... Ja, logisch, er sammelt er nicht weiter, wenn er gerade neu... So, hier kommt der Guido Regner gerade an. Das macht er natürlich geschickt. Hier, seht ihr das? Der legt die genau nebeneinander, was ja absolut Sinn macht. Ach, der ist schon fertig. Krass, wie schnell hat er das gepresst? Krass, krass, krass. Ja gut, das ist natürlich heftig. Der Ackermann kommt da an. Ich meine, die haben ja nicht von Sauberkeit gesagt, ne? Mal kurz gucken. Grundbein abladen mit Z. So. Legen wir den gleich daneben. Wobei, den können wir ja noch mal kurz mitnehmen. Das bringt aber nichts. Wir müssen sowieso fahren. So. Ja, den Freezy könnten wir noch kriegen. Die anderen zwei haben schon wieder einen ordentlichen Vorsprung ergattert. Da war ich einfach nicht schnell genug. Das muss man einfach so sagen. Das muss man dann einfach so sagen. Da war ich nicht schnell genug. Ackermann fängt jetzt auch schon an. Aber das wird. Den laden wir jetzt hier auch ab. Und den laden wir auch ab. Dann können wir vorne schon mal abhängen. So, dann müssen wir den noch abladen. Hilton Schlossberg, der presst noch. Ja, Frontstalllader ist natürlich nicht meine Meisterdisziplin, muss ich ganz ehrlich sagen. Da muss ich jetzt auf jeden Fall ranglotzen. So, jetzt haben wir das. So, hängen wir den Bums noch ab. Das ist jetzt natürlich nicht meine Meisterdisziplin, ehrlich zu sein. Aber naja. Die Gabel. Mann. Was macht die Gabel, Junge? Wie geht die zu? Achso, ich habe die nicht ausgewählt, oder? Hä? Ah, shit. Okay. Ah ja, der... Ich hoffe, die anderen zwei sind noch nicht fertig. Die lassen sich ja tot, was ich immer. Hugo Slavin ist schon.
Ich habe auch so eine Ballendings, habe ich echt noch nicht benutzt, ne? Das müssen wir mal so sagen, wie es ist. Ja, fällt mir gerade so auf. Die habe ich zu nah zusammengelegt. Kommt das los? Schieben wir das noch ein bisschen ran. So. Jetzt der letzte. Ich muss sagen, das war jetzt gar nicht. Okay, das war mies. Aber so grundsätzlich hätte ich gleich verstanden, wie meine Gabel funktioniert. Wäre es gar nicht so schlecht gewesen. So, jetzt haben wir den. Setzen wir den oben drauf. Guck mal. Dino sieht auch langsam gut aus. Ich wäre fertig. Ich schwanger, jetzt gehen wir von meinem Ignaz weg, Zephyx. Bin ich fertig, ja, oder? Herr Messer, ja, sieht gut aus. Gut. Bin ich Erster? 2. Ja. Hui! Nice. Dino 2. Was hat er jetzt so lange? Cell 3. Uiuiui. Kann man das so stehen lassen? Hast du einem frei gemacht? Vielleicht. Hey. Super. Ja, ich bin eh fertig. Ah, Was hast du wieder. gesehen? Ich habe gedacht, ich bin mal nett und helfe dir und hab dir den einen mit aufgestellt. Ja, das war ein gutes Ding von dir, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, so viel Fairness hätte ich ja nie, also gar nicht erwartet. Nee, ich habe so gedacht, guck mal, bevor wir uns hier in die Quere kommen, da helfe ich dir lieber und stell dir den einen mit auf und da haben wir uns gegenseitig nicht so behindert. Nee, das war ein feiner Zug, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, gerne, Franz, kein Problem. Bin kein begeistert. Man ist aber auch Mensch, das steht aber akkurat bei dir, ey. Sag mal, Jung. Ja, danke, das ist nett, Dankeschön. Komm, wir Also, gucken mal zu den anderen. wenn es steht, dann steht es richtig, kann man Hallo, Herr sagen. Blümchen. Aber gutes So. Teamplay, muss ich sagen. Der Herr Oh, ganz Schloss, hinten, was ist denn da der Herr ganz hinten? Schlossberg bildet das Schlusslicht. Was macht er denn da hinten, Schlossberg? Ja, ich sehe mal, die mit dem großen Mund sind immer die Letzten. Was für einen großen Mund denn da hinten, du Hampel? Ich habe kein Ah, Wort mit ja. dir bis jetzt gesprochen. Komm mal ran hier auf den Meter. Scheue ich dir einen, dann liegst du mit in den Ballen da drin. Also man muss ja sagen, Leute, das ist ja ganz schön, ne? Ja. Also sehr ungehobelt, muss man ehrlich sagen. Gut, aber das, also, ja. Aber Schlussberg. Herr Mäser, ich Ja. muss sagen, Glückwunsch. Also akkurat, kann man nichts sagen. Also ich muss sagen, ich bin selbst überrascht von mir. Ja, ich bin auch überrascht, wie lange ich kein Rundbein gestapelt habe. Ich Das habe noch, ist glaube tatsächlich. ich, Ja. ja, so eine Zange. Ich muss erst mal gucken, wie die Zange funktioniert. Ja. Ich hab den, ja, Aufzug, ne? Aufzug Ja. war so eine Sache. Ja, Das ja, ist aber ja, 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 tatsächlich, ja. kann ich bestätigen, ja. Ja. Nee. Und die Herren, darf ich die Fachgespräche kurz Ja, unterbrechen? gerne. Ja, so, ja. Natürlich. Also, war ja schon mal ganz okay, was Sie hier gezeigt haben. Ich sehe, Sie können noch viel von uns lernen, gerade von unserem LU. Das sind Profis. Wenn Sie da mal Fragen haben, da können Sie sich auch an die Herren hinten wenden. Ach, die, wie sie da alle öffi da stehen hier, oder was? Ja, Ja, guten genau, das Tag, die ist. Herren. Tag. Guten Tag, guten Hallo. Tag, hallo. Also, Ach, hallo. Slawin, Paskau. Und Die sind die LU, oder was? ja, Ja, genau, das ist genau. die. Okay. Ah, ja. Genau. Das ist natürlich nicht das ganze LU. Wir haben auch noch mehrere Mitarbeiter besitzt dieses LU, aber das sind die, die heute im Dienst sind. Ja, super. Oh, Ah, gut, okay. kann ja auch sein. Also, was ich noch anmerken muss, von Ordnungsamt sein, da, wie wir dann aufgefahren sind. Ja. Also, Herr Schlossberg, gell? Ja. Einmal in Schafweidenei, einmal mit dem Ballenanhänger hinten an dem anderen Zaun hängen blieben, das kostet was. Okay. Fängt gut an bei dir, hey. Wir haben gesagt, wir achten darauf, dass denen der Maschine nichts passiert und sie bauen gleich zwei Unfälle auf dem Weg da hoch. Der Kann nicht sein. Traktor und die Presse, die können wir leider jetzt nicht mehr verkaufen. Oh Gut, dann je. nehme ich sie wohl, kein Problem. Da müssen wir eine Lösung finden. Das muss ich aber jetzt mit meinem Bruder besprechen. Okay, dann die Herren. Der Herr Mäser, Sie haben gewonnen. Hey! Herr Messer, muss ich sagen, also bin ich fair,
Shake hands, also ja, danke. Klasse gemacht. Danke. Glückwunsch, Glückwunsch. Danke. Ich war ein bisschen, ja, vielen Dank. Ich war verwundert, Herr Regner, weil ich eigentlich kein Licht gesehen habe, weil als ich da ankam, waren Sie ja schon fertig mit Pressen. Wieso hat das so lange gedauert auf einmal? Wie gesagt, ich glaube, irgendwie ein Hydraulikschlauch. Ich bin der Meinung, irgendwas hat nicht ganz funktioniert. Okay. Kann am Traktor gelegen haben. Da weiß ich nicht. Da hat er auch gut mit unterstützt. Also wir hatten ja hinten an der Stelle auch ein schräges Teamplay. Ah, okay, gut. Okay. Wir haben das kleine Problem gehabt, dass wir hinten zusammen die Ballen da abgelegt hatten. Und da habe ich gedacht, ich Herrn Ackermann lieber ein bisschen helfen, kommen wir uns nicht so in die Quere. Und dann lief das alles ganz gut. Okay. Feiner Ziel. Schön Sachen. Aber natürlich, Messer, wirklich Glückwunsch. Ja, vielen Dank. Dann, wir müssen sagen, Sie haben alle den Einbürgerungstest gut überstanden. Sie stehen noch ein bisschen unter Beobachtung. Herr Meser, Sie haben sich damit den Vorteil erspielt, Sie dürfen als erstes eine Zahl zwischen 1 und 4 sagen und wir werden dann Ihnen Ihren Hof dadurch zuweisen. Aber ich weiß doch gar nicht, was 1, 2, 3 und 4 ist. Ja, das werden Sie dann schon sehen, wenn Sie eine Zahl nennen. Ja, aber dann ist das ja trotzdem Glücksspiel und hat nichts mit meiner Leistung zu tun. Sie haben jetzt die Chance, alle 4 zu kriegen. Alle 4 Höfe? Ein von den 4, aber Sie haben die größte Auswahl. Na, eigentlich... Das ist ein toller Vorteil. Dann 3. Hätte ich auch genommen, Herr Meser. Ist eine gute Wahl. Echt? Wieso? Wissen Sie, welche Nummern? Achso, ja, deswegen. Also, ja. Herr Meser, da hat sich Ihr Glück ausgezahlt. Sie bekommen den Oberreiterhof. Und was heißt das? Das ist ein schöner Hof. Den Hof werden wir Ihnen gleich zeigen. Okay. Und ja. Wer wäre denn zweiter jetzt? Also war das eine gute Wahl, die 3? Ja, es war schon eine gute Wahl. Quatsch, ich will meinen Hof aufbauen. Ja, okay, Entschuldigung, ich bin fertig, dankeschön. Also, der zweite Platz ging an den Herrn Regner. Ah, okay, super. Glückwunsch. Danke. Wir haben jetzt die Wahl zwischen 1, 2 und 4. Bei. Die 2. Damit kriegen Sie den Gundischhof. Gundisch. Kann ich erstmal nicht viel anfangen, ja, werde ich dann sehen, ne? Ja, aber auch keine schlechte Wahl. Okay, super. Fährt da jetzt schon jemand mit mir hin, zufällig? Ich glaube, ich bin ein bisschen in Druck. Ich muss... aber wir machen noch schnell die anderen beiden und dann fahren wir dahin. Herr Ackermann, Sie waren der Dritte. 1 oder 4? Naja, es ist halt so eine Sache, aber nimm die Nummer 4. Alles klar, damit kriegen Sie den Schwagerhof. Ja, Glückwunsch. Ja, danke. Glückwunsch. Danke. Und Herr Schlossberg. Da wären wir ja Nachbarn wahrscheinlich, ne, meine Herren? Ja. Herr Schlossberg, Sie kriegen da den Unterreiterhof. Ja. Gut. Damit wären wir soweit. Die Höfe sind zugeteilt. Und ja, wollen wir uns den mal anschauen? Ja, sehr, sehr gerne. Alles klar. Dann würde ich. Herr Blümchen, ich habe da eine kleine Frage. Verzeihen Sie, ich habe noch Termine heute ohne Ende. Sagen Sie, können wir das vielleicht aufteilen, dass jeder von Ihnen vielleicht jemanden nimmt und ihn schon mal den Hof zeigt? Dann geht das alles ein bisschen schneller. Ich muss nachher noch zu einer wichtigen Sitzung. Ja, sehr gerne. Super. Sie können sich den nur anschleichen. Sag mal, gibt's für dich auch eine Leine? Ignaz. Ignaz, kennst du die Höfe? Würdest du vielleicht... Das war der hinter dir, der mit dir Olaf und ich würden jetzt zum Gundischhof mit dem neuen Besitzer fahren und ihm den zeigen. Gundisch warst du, Guido, glaube ich, Herr Regner. Gundisch, wo? Einmal mitkommen, da fahren wir jetzt beide hin. Und Olaf, mein Bruder. Sie zeigen mir meinen, oder? Mein Fahrzeug, beziehungsweise kann ich mit dem Traktor dorthin fahren? Ja, 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 nehmen Sie ruhig den Klaas, der ist ja sowieso von uns. Herr Schwagerler, mit dem können Sie ruhig kommen. Ja, wer zeigt mir den Meinhof? Fahren Sie doch mit dem Ignaz und den Herrn Schweiger mit. Oh ja. Also, wer Hof hat denn der Gericht? Herr Blümchen? Ja? Der Herr, wie ist er? Ackermann ist richtig. Ja, Ackermann. Der Herr Ackermann, welchen Hof hat er? Schwagerler oder so. Schwager. Ach, Schwager. Schwager. Ja, ne klar. Wer fährt denn mit mir?
Ach du Heimat. Herr Schweiger. Herr Schlossberg. Der Herr Spagalla fährt mit Ihnen. Also hier klemmt die Tür. Ich werde mit dem Traktor hinterherfahren. Ja, das hat er doch gerade gesagt. Okay. Gut, ja, Ignaz, alles klar. Weiß. Herr Meser, habe ich einen Traktor? Ja. Herr Schlossberg, Sie folgen mir. Herr Schwagalla! Herr Schlossberg. Ja, bitte. Was machen wir denn jetzt? Wer zeigt uns denn unsere Höfe? Ja, weiß nicht. Haben Sie uns hier stehen lassen oder was? Das gibt's ja nicht. Das ist hart. So, nimm doch mal deinen Traktor da vorne und dann fahren wir den einfach mal hinterher. Hier, stehen bleiben bringt auch nichts. Warum kommt denn keiner hier und fährt uns dahin? Was ich weiß es nicht. Ich reihe mich ja einfach mal ein. Schlossberg, welchen Hof hast du bekommen? Haben Sie bekommen? Ach, unter irgendwas, ne? Ich habe den Oberdings. Vielleicht sind wir Nachbarn oder so. Oh, Entschuldigung. Gesundheit. Machen wir bis jetzt den nettesten Eindruck von den Leuten hier. Ja, gut, so viel Zeit hatte ich jetzt noch nicht, aber... Ja, keine Ahnung. Stellen wir uns einfach mal rein. Herr Schlossberg. Ja. Sie fahren dann gleich mit mir zu Ihrem Hof. Oh, alles klar. Ja, wunderbar. Wo muss ich hin? Nehmen Sie am besten den Traktor hier gleich mit. Okay. Perfekt. Herr Schwagala, wo muss ich denn hin? Wer zeigt mir denn meinen Hof? Fragen Sie am besten Herrn Blümchen, der weiß Bescheid. Wo ist Herr Meser, Sie folgen mir dann. Okay, wo sind Sie denn? Ach, hier vorne. Ja, dann folgen wir dem mal, wa? Dem Herrn Blümchen. Oha, guck mal, nicht dein Ernst, ist das sein Auto? Oha, ey. Ach ne, hier. Echt Schwackerler ist das. Simson. Der Zemp, der gehört zum LU, glaube ich, Zemp. Was ist jetzt mit ihm? Herr Blümchen! Herr Meser, ich fahr kurz vorbei. Ja. Okay, dann folgen Sie mir bitte. Links, rechts, geradeaus? Einfach mir folgen. Da passe ich nicht ganz durch. Huben Sie mal. Geht schon. Hat erkannt. Oh. Na, da bin ich jetzt ja mal gespannt, was sie hier für mich aufgebahrt haben, die Leute. Was ich hier ergattern konnte mit der 3, ob die mir wirklich Glück gebracht hat. Aber der Blümchen hat ja gesagt, ich hätte einen guten Treffer gemacht. Bin gespannt. Oh. Nein! Ich dachte, das wäre mein Hof. Da waren so viele schöne Johnnies. Ach, verdammt. Vielleicht hat der ja auch welche. Mal gucken. Oh, aber das Gebäude... Sag mal, das auch nicht? Sag mal, wo... Ach, hier... Aha. Ja. Das ist jetzt mein Hof.
stehen Seemaschinen. Traktoren sehe ich noch gar keinen. Na, schauen wir mal. So, hallo. Hallo, Herr Miser. Herzlich willkommen auf dem Oberreiterhof. Okay. Ich muss sagen, Sie haben echt eine gute Wahl getroffen. Wieso? So von der Ausstattung her mit einer der schönsten Höfe, sehr vielseitig. Aber ich dachte, aber da vorne standen Johnnies. Hat der hier auch Johnnies? Nee, da kann ich Ihnen leider das nicht zusichern. Hm. Aber hier dieser Hof wurde vom Vorbesitzer viel auf Bodenbearbeitung gesetzt. Oh, ich sehe das schon, ja. Daher haben Sie auch die Maschinen dafür schon. Boah, das ist aber eine kleine mächtige Seemaschine hier, Mensch. Was ist das, 9 Meter? Nee, das sind nur 6. Aber ach, 6, okay, auch. Krass. Okay, führen Sie mich jetzt ein bisschen rum hier, oder? Ja, sehr gerne. Wir können mal hier in die Hallen reingucken. Also das gehört alles mir hier, was so? Genau. Ach, guck mal, das Deutz. Gebäude, ui. Alles. Ui. Ja, Deutz hatte ich jetzt auch noch nicht. Ist natürlich auch mal. Ich war bis jetzt immer im John Deere unterwegs. Vielleicht an meiner Mütze erkannt, wenn sie aufmerksam sind. Ja, aber das ist ja auch mal eine neue Erfahrung. Oh je, Deutz, guck mal. Da bin ich ja mal gespannt, aber das hier scheint ein älteres Modell zu sein. Die Höfe hier haben oft noch ältere Traktoren und haben sich mal neue zugelegt. Aber ich sehe schon voll auf Bodenbearbeitung. Hier noch ein dicker Pflug. Ja. Ja. Hier drüben sehen wir dann einen Kuhstall. Oh, hier sind ja, okay. Wie viel passen hier rein? Nicht so viele, ha? Ja, der weitet sich noch aus hinten auf die Wiesen. Mhm. Da passen insgesamt dann 200 Kühe, also können gewonnen werden. Oha, das sind aber viele. Ja. Was ist das hier alles? Heulager oder was? Strohlager? Hier ist dann nachher genau eine Heutrocknung. Oha, cool, eine Heutrocknung. Wobei, ja, da müssen wir mal gucken, könnte, ja doch, könnte auch mit Getreidesilo zusammenhängen. Aha. Der Vorbesitzer hat auf jeden Fall hier eine Liebe für gestreiftes Klebeband gehabt, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Also Der hat sich immer genau gekennzeichnet, wo er hinfahren muss mit seinem Anhänger. Der war nicht mehr so gut. Der war vergesslicher. Ja, und auch mit der Brille, das war immer, das hat man nicht so ganz gepasst. Okay. Ja, weiter geht's. Was ist das hier? Hier ist der Auslass für die Heutrocknung. Ach ja, na eben, die steht ja da im Hintergrund. Guten Tag, Sie sind Herr? Ich bin Herr Meser. Sie waren Herr? Dr. Held, mein Name. Ach, Sie waren doch der. Ach, Sie waren doch hier der Partner von Herrn Blümchen, oder? Genau, so ist es. Merken Sie sich einfach, Dr. Held hat Geld. Oh, das ist gut. Geld haben schadet nie. Warten Sie mal kurz, ich muss hier mal kurz meine Schuhe binden. So, ja, was haben wir hier? Heizomat. Heizomat. Klingt wie eine Heizung. Das ist eine Brennholz. Also hier können Sie Brennholz verwerten. Oh, ich heiz mit Brennholz? Ja. Oh, das ist aber schön. Und auch der Rest des Hofes dann, also die Heutrocknung und die Ställe geheizt. Ja, ich muss ja sagen, ich bin so ein bisschen, also ich bin jetzt, würde es nicht Öko sagen, aber ich lege schon Wert auf halt ein gutes Miteinander mit der Umwelt. Ja. Das kommt uns natürlich sehr gelegen, muss ich dazu sagen. Ja, und da kommt mir der Heizomat gelegen, dass ich nicht mit Öl heizen muss, sondern habe hier schön Brennholz. Das ist natürlich schön. Wir sind da auch sehr bedacht, unsere, wie gesagt, Flora und Fauna sehr zu schonen. Ja, man sieht's. Also die Wiesen, ich habe selten so saftige Wiesen gesehen hier. Ja, das ist wirklich einzigartig. Dieser Blumenbestand, Wahnsinn. So, hier ist auch süß. Hier ist dann der Kälberstand. Hm. Und ihre Güllegrube. Ah ja. Natürlich dann halt Teil des Wohnhauses. Ja. Ja. Hier ist ein Milchtank wahrscheinlich, oder was ist das? Oder Wasser? Nee, sieht aus wie Milch. Das ist der Milchtank, genau. Aha, ja, hier stehen ja die Milchkanne, ja, was frage ich. Okay. Hier habe ich einen Wasserschlauch. 40 Cent. Ach, fairer Preis, 40 Cent pro Liter Milch. Oh, das ist ja gut. Ja, der alte Bauer war sehr bedacht auf seine Reise. Sehe ich, ja, weiter. Hier ist mein Wohnhaus.
Das war's, oder was? Ja, wir haben hier noch ein Getreidesilo außen aufgestellt. Und ja, falls Sie Kinder haben, hier hinten ein kleiner... Habe ich nicht, ja. Auch ein Trampolin. Ja, falls Sie mal Spaß haben wollen. Getreidesilo haben Sie wo? Hier, dieses Häuschen, das ist das Getreidesilo. Ah ja. Muss dann auch. Und was ist das hier? Ach so, das ist das. Ja, ja, verstehe. Ja, ich sehe es. Mhm. Genau. Okay, das ist noch das alte Modell hier, ja. Okay, also ich habe, um es grob zu sagen, kurz zu sagen, die Möglichkeit, tieremäßig 200 Kühe zu halten. Und das war's. Ja, genau. Okay. Mhm. Habe ich Ländereien? Ja, wenn Sie mal... Ja gut, dann warte die Ländereien, dann schaue ich mal... Ah ja, ja, sehe ich, okay. Die Wiesen. Mhm. Und die Kuhweide da unten, der Hühnerstall, ja, ja, okay. Gut, und alles andere muss ich halt dazu kaufen. Muss ich da einen Antrag stellen, wahrscheinlich bei der Stadt oder was, oder? Ja, genau. Okay. Ja gut, dann, ja, vielen Dank für die Vorstellung, ja, dann weiß ich das mal Bescheid. Gut, da kann ich aber mit den Bodenbearbeitungen ehrlich gesagt gar nichts anfangen, oder? Weil wenn ich jetzt nur Wiesenflächen habe... Ja, das stimmt, aber Sie haben ja auch Felder außenrum, die müssen Sie sich dann halt kaufen und einerseits haben wir das LU und andererseits haben Sie ja auch Mitbürger hier in der Stadt. Ja, also wenn ich jetzt ein Feld, zum Beispiel Feld 4 haben möchte, was mache ich dann? Ich gehe zur Stadt und beantrage das. Ja, genau. Okay, gut. Ja, dann danke ich Ihnen vielmals für die Zeit, mir das hier vorzustellen und dann schauen wir mal weiter, wa? Ja, sehr gerne. Dann leben Sie sich erstmal gut ein. Genau. Mache ich. Gastraktoren werden von den Händlern dann wieder abgeholt. Eingesammelt. Okay, gut. Dürfen sie leider nicht behalten. Naja, würde ja gar nicht dazu passen, wenn ich jetzt hier Deutsch habe. Na gut. Bei Traktoren, also ich bin da immer für Vielfalt offen, aber ich weiß nicht, wie Sie das sehen. Naja, ich habe halt immer Ed John Deere schon gehabt, das muss ich sagen, ja. Achso, okay. Na dann. Eine Ausnahme war mein MB-Truck. Ich hoffe, Sie können sich dann auch mit den Deutsch anfreunden. Ja, mal gucken, wenn ich rufe ich beim bei der Werkstatt an oder so, wenn ich Fragen habe. Ja, genau, da waren Sie ja vorhin schon. Genau. Dann wünsche ich gutes Gelingen. Ja, vielen Dank. Ja, gerne. So, tschüss. Tschüss. So, meine Freunde, sind wir auch am Ende angelangt. Ja, puh, jetzt haben wir einen Deutschhof gezogen. Mal was Neues. Ja, Bodenbearbeitung, ja, Kühe, Weide. Hier, das ist mein Land. Ich versuche es natürlich schnell, die 4 zu bekommen. Und dann schauen wir mal. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut bei der nächsten Folge wieder bei. Dann sehen wir, wie es weitergeht, wie ich mich hier einlebe und so weiter. Und hier fährt der Siegesmund davon mit seinem... Ach, das ist gar keine Sim, sondern das ist ein MZ oder so, oder? Na gut. Lasst Kommentare da, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Schaut bei den anderen drei Kanälen vorbei, was die mit ihrem Hulfen, ob die zufrieden sind. Die sind alle in der Videobeschreibung verlinkt. Und, ach ja, Folgen kommen dienstags, donnerstags, Samstag, Sonntag. Ja. Und jetzt müssten wir haben Dienstag, glaube ich, ja. Weil die erste Folge war Sonntag und dann Dienstag, jo. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.